Moin und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Jetzt starten wir auf jeden Fall fresh ins Kapitel 3 von The Beast Inside. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wie immer viel Spaß beim Anschauen. Damn it, someone must have torn out the rest of the pages. Nein, die sind einfach nur nicht beschrieben gewesen. Du hast doch die Seiten gesehen. Die waren leer. Strange. I was in the attic and I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Ich meine, er kann jetzt natürlich auch nicht der Junge sein, der die Statue am Kopf gekriegt hat, weil, ja, das war eben halt 1800 und. So, jetzt aber auch echt mal genug gelüftet hier. Die haben immer noch keinen Zugang zu unseren Räumlichkeiten. Finde Emma auf dem Dachboden. Emma? Emma! Aber was für ein wunderschöner Morgen, Leute. Also das finde ich natürlich auch positiv an dem Spiel hier, ne? Man ist auch mal ein bisschen in der Sonne unterwegs. Ich meine, klar, Horrorspiele ziehen mehr im Dunkeln. Aber ich begrüße das immer, wenn man nicht nur durch dunkle Gänge schleicht und durch irgendwelche Kanalisationen und so ein Kram, sondern wenn man auch mal zwischendurch Spiele hat, in denen man einfach mal so was Schönes sieht hier. Und auch wenn nicht alles perfekt ist an der Grafik, sie ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da haben wir hier deutlich Schlimmeres gespielt. Ey, mich wird das so wurm, wenn ich in ein Haus einziehe und ich komme nicht überall rein. Aber die Axt wurde zurückgeräumt, okay. Vielleicht ist das doch, ist sie doch eher im Erdgeschoss. Emma! Honey, you won't believe what I found it. Hey, Emma? Can you hear me? Emma! Jumpscare-Alarm. I was calling you before, okay. But you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this. Power is out, by the way. Diary. What? A fuse must have blown. Be a darling, go to the basement and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? Ich habe hier was gefunden. Du, das interessiert dich ein Scheiß, was ich hier habe, ne? Geht immer nur um dein Scheiß. So langsam verstehe ich, warum er sich Flügel wünscht zum Abhauen. Aber er hat sich die Frau ausgesucht, er hat sie geheiratet, er hat mit ihr ein Kind gezeugt. Ist sie jetzt eigentlich schwanger? Also sie kann das Kind ja noch nicht gekriegt haben, weil, es wäre ja hier irgendwo. Aber vielleicht ist sie erst ist sie noch in einem relativ frühen Stadium der Schwangerschaft. What's her problem? She sounded like I took a piss on her mother flower bed. Ne? Egal, wir sind ein guter Typ. Flashlight. So damn dark in the basement. Alter. In the attic. There's a lot of junk in there. Wird ja auch gut hin und her gejagt. So, Taschenlampe. Die stabilste Flasche der Welt. Ein Glück blinken die Sachen ein bisschen so. Ich hätte das jetzt von der Form her nicht als Taschenlampe anerkannt. F. 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 Macht er sie automatisch jetzt an? Ja. Ja, muss man mal vorher überprüfen, nicht erst, wenn man im Dunkeln steht. Ist das hier extra so ein Ding, was man sich hier ransteckt? Gott sei Dank. Nee, wir kannten das Pferd natürlich schon. This horse will haunt me in my dreams. Echt? Hat er so eine Pferdephobie oder was? Ich meine, es ist doch null gruselig. Ein kleines süßes Pferdchen ist das. Ach, das ist die Axt. Mit der wir geköpft werden.
Oder wir haben noch irgendwo noch mehr Äxte rumliegen. Keine Ahnung, man kann nie genug Äxte haben. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Eigentlich auch ein dummer Spruch, ne? Wenn man keine Ahnung hat, was man da macht, dann braucht... Antique, but in mint condition. That's what I like. Doesn't look like it's been affected by the ravages of time, so maybe I can use it to break a few Russian ciphers. I bet its chiming has startled many people. Ich brauche auf jeden Fall ein paar russische Gehilfen, um den Tisch zu stemmen. Warum müssen es Russen sein? Bam! Das Ding wiegt 3 Tonnen. Direkt in den Boden eingeschlagen, ey. Where are the fuses? Ja, keine Ahnung. Weißt du noch nicht mal, ob du welche brauchst? Wir haben den Sicherungskasten noch nicht mal angeschaut. Hier waren wir ordentlich Lampen am Start. Strange, one's missing. Did someone take it out on purpose? Ja, nein, das war ein schreckliches Versehen, ey. There's a spare fuse in the shed by the house. Oh, der Schuppenschlüssel, sehr schön. Ich meine, wie soll denn das nicht mit Absicht gewesen sein? Das ist, die Writer sind auch nicht immer die hellsten Leuchten. Vielleicht werde ich nur angemeckert, warum das alles so lange dauert. Ich sehe das schon. Wie weiß ich, dass wir durch einen halben Wald rennen müssen und sowas? Damn, there are no fuses here. Of course. Vielleicht woanders? What the f- Ich meine, der geht hier rein, guckt in die erste Kiste. Hier sind keine Sicherungen. Vielleicht sind die hier in dem Karton. Where did all the blood come from? A shirt covered in blood. It looks fresh. How did it get here? Ja, den interessiert auch nur das Blut, was ihn interessieren will, ey. Das hinten an der Schuppentür interessiert ihn immer noch nicht. Why would Emma bring my old stuff from the office here? Vielleicht sieht's aus wie irgendein Scheiß, der hier nun mal hergehört. So, Handbuch für einen Lokalisierer. Den brauchen wir unbedingt. Für mich ergibt es nicht allzu viel Sinn, aber ich vertraue darauf, dass der Autor weiß, wovon er schreibt. Dann wollen wir nochmal. Quantenlokalisierer. Sehr gut. Erlaubt die detaillierte Analyse der kinetischen Energie in sogenannten Quantenspuren. Die in sogenannten Quantenspuren gespeichert ist. Der Benutzer ist dadurch in der Lage, Silhouetten von Menschen oder anderen lebenden Organismen zu identifizieren, deren Anwesenheit in der Vergangenheit in einem bestimmten Fragment der Raumzeit-Kontinuums erkennbare Cluster von Wellen und Partikeln, das heißt Quantenwolken, hinterlassen hat. Das Gerät, das mit 2 hochempfindlichen Sensoren ausgestattet ist, kann sowohl elektromagnetische Spuren als auch Quantenspuren nachweisen. Das ist ja super, das klingt ja hier wie die Werbung in einem Teleshop-Kanal. Elektromagnetischer Sensor. Dank einer speziellen integrierten Spule an diesem hochempfindlichen Sensor ist der Lokalisierer in der Lage, Metallgegenstände in einer Entfernung von bis zu 12 Metern und einer Genauigkeit von 0,01 Zentimeter aufzuspüren. Mithilfe innovativer Technologie kann das Gerät außerdem Quantenspuren von lebenden Organismen nachweisen. VLF-Display, ein Bildschirm, der es dem Benutzer ermöglicht, größere Ansammlungen von Quantenwolken zu lokalisieren. Impulsgenerator löst einen Impuls aus, dessen Echo danach von dem Sensor erfasst wird. Es ermöglicht dem Benutzer, Metallgegenstände und Anomalien zu orten. Quantenscanner.
ermöglicht die Stabilisierung von Quantenwolken und die Identifizierung von Anomalien, die Interferenz auslösen können. Name Quanten, ja, ja, okay, alles klar. Sehr schön. Mark II, okay. Gerade mal 420 Gramm. Ach, wir haben auch so direkt so ein Ding. Wunderbar. Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Emma? Honey? Das war wohl der Wind. Something's not right. Maybe the localizer will show me just what's happened here. Wait, what did they say in training? Okay. Drücke X, um das Gerät auszurüsten. Der Lokalisierer erlaubt es dir, Spuren von elektromagnetischer Energie und Quantenenergie aufzuspüren. Dieses Symbol zeigt an, dass du dich in der Nähe einer Quantenwolke befindest. Huh. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. I should follow the localizer. Green lines at the edge of the screen show the direction to go, and the numbers the distance to the nearby cloud. Okay, hier geht's lang. Alles klar. 83, ey. This is the place. Now I need to use the pulse to show the cloud, and I need to scan it. Das ist die Cloud. The localizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. All covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. The fuse is missing, some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe. Alles klar. I should use the pulse to make the quantum cloud visible. Otherwise, I won't see a thing. I'm at the source, but I can't read anything. The interference is too strong. It must be caused by an anomaly nearby. I should neutralize it. Anomalien aufspüren. Aufgrund ihrer Natur sind Quantenwolken instabil und Anomalien stören ihre Lesbarkeit. Du musst also zunächst alle Anomalien in dieser Umgebung finden und sie zerstören. Um es dir leichter zu machen, verwende die rechte Maustaste. Anomalien zerstören. Du kannst Anomalien zerstören, indem du mit deinem Gerät eine EMP-Ladung abfeuerst. Halte linke Maustaste und lasse danach los, um eine EMP-Ladung abzufeuern. Die vorgehobenen Bereiche auf dem Bildschirm des Lokalisierers geben an, wie viele Anomalien zerstört werden müssen. Hier vorgehobenen Bereiche. Eine. There's the anomaly. Now I have to charge the localizer and hit it with a beam. Boah, das lässt sich aber richtig schlecht erkennen, oder? Stabilize the cloud. So. I did it. Clearly someone was here recently and used this rope. I'll try to find more traces. Der Haken hat eine viel größere Reichweite als meine Hände. Sieht nützlich für Einsätze. Sieht nützlich für Einsätze.
Okay, das ist der erste Rechtschreibfehler, den ich jetzt hier wirklich aktiv entdecke. Vielleicht habe ich über andere schon den weggelesen. The localizer has detected a signal. That means another quantum cloud must be near. It must have went up from here. Ach so, jetzt muss ich es auch noch so festhalten. Alles klar. Ja, pack doch mal wieder, pack doch das Seil mal wieder ein. Hast du jetzt echt hängen lassen? Ja. Aber er wollte nur die Tiere füttern gehen. Blood and it's not even dry yet. Whatever happened here, it hasn't been long. The trail leads through that gate. I'll go check it out. Durch welches Tor? Okay, ne, werden wir schon noch herausfinden. Na da, alles klar. Clearly drag something heavy through that gate. Ja, wahrscheinlich eine Leiche. Damn, gate is closed. I need to look for a way around. Können wir bestimmt wegmachen hier. Loose. I'll try to break them out. So. Geh doch. Alte Leertaste? Nein, ich brauche nur drücken. Stimmt ja schon wieder gar nicht hier. Schön hier noch mit so einem Angelteich. Mir gefällt die Gegend hier immer besser. The blood hasn't dried yet. I'll follow its trail. Maybe someone needs help. Ja, und weil du so schwer bewaffnet bist, kannst du auch echt jedem helfen. Das Blut ist viel zu rot, das sieht derbe unnatürlich aus. Just closed. Wir finden einen anderen Weg, wie immer. It looks like something or someone is hanging in there. Is that? Fuck! This thing scared the shit out of me. I'd better check what the localizers detected before I go in.
Ja, dummerweise komme ich da aber gar nicht hin. Jo, da kommen wir schon mal hoch. Mit dir auch runter durch? Nein. Okay. Willst du alles mal ausprobiert haben? Ups. Wenn wir ein Stück nach vorne schieben. So. Sehr gut. Kann alles nicht so schwer sein hier. Hier. Anomalie entdeckt. Da ist eine, oder? Das war die eine. Zwei. Die fliegen hier so rum wie so Irrlichter. So. Who is he? What did he hide here? Das werden wir gleich wissen. Messer. A hunting knife. Someone must have used it recently and tried to hide it there. I'll take it, just in case. Sehr gut, damit kriegen wir jetzt da hinten das Seil aufgeschnitten. Time to go back to the barn. Maybe I can find a side entrance. Ich muss echt die Maus vor und zurück bewegen. Naja, bei manchen Spielen beschwere ich mich, dass ich zu wenig Interaktion habe. Ach, jetzt hat das Seil doch wieder dabei. Alles klar. Hallo, werfen. Ich hätte auch extra geguckt, das hing da dumm an der Leiter rum, das Seil. Ein Reh, okay. Ist ja nun nichts Ungewöhnliches, dass Leute hier in so einer Gegend ja auch mal jagen gehen. God, who could have done this? This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. Viel verwunderlicher ist natürlich. That beeping. It's coming from the inside. The animal is hung up on a rope. Maybe I can get up there and cut it down. Ja, dann brauchen wir auch noch eine Kiste oder so. Hatten wir nicht schon so einen? Was ist denn unser? Egal, haben wir noch einen. Sehr schön. 20 Minuten später.
Okay. Immer genauer noch auf die Umgebung achten. I could use that crate to reach the ladder and climb up. Ja, aber es ist auch schon mal echt cool, dass das hier nicht einfach nur so ein Schlüsselsuchspiel ist wieder, ey. Ich meine, klar, das sind jetzt keine Hardcore-Rätsel hier. Es ist auch nichts Außergewöhnliches, aber die Kombination von all den Sachen ist ganz cool hier gemacht. So. Ist ja auch schon fast kaputt, das Seil. Wunderbar. Was hat er jetzt für einen Peilsender gefressen, der Gute? Nimm doch das Messer. Nein, er langt einfach so mit der Hand rein. Oh, this is sick. I think I'm gonna puke. Alter! Erst links, dann rechts. Doch ein bisschen wie bei Man of Medan hier alles. Kann es eigentlich sein, dass die ganze Zeit keine deutschen Untertitel da sind? Ich gucke eher aufs Spiegelschirm. Nee, doch, da ist der Untertitel. Fuck, what if the Soviets sent someone to follow us? Well, there is the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house, in our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got a goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. I don't like this. Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. Eine Maschine, mit der sie verbunden war. Ja, alles sehr merkwürdig auf jeden Fall. Also man nennt es Peilsender. Und warum denkt er, dass es die Russen ihn jetzt verfolgen? Er hat die Tür aufgemacht. Und dass sie irgendwelche Leute schicken, um tote Rehe in seine Scheune zu hängen? Ist er irgendwie so ein wichtiger Mac gewesen? Im Zweiten Weltkrieg oder so? Remember back in the day, some twisted kids in the area played with the occult. I don't think this could have been them. Besides, the equipment that was inside it looked military grade. Clearly, the locals make new neighbors feel welcome. I just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Bam! Voll auf die Steine mit den Knien, ey. 2 Meter Höhe, interessiert ihn null. Oh, Schatz! Kannst du dir vorstellen, was ich alles für diese Sicherung durchgemacht habe? Irgendwie... Als wir im ersten Video hier angekommen sind, sah das Haus meiner Meinung nach von vorne recht neu aus, aber... Habe ich mich wohl geirrt. Vielleicht lag das an den Lichtverhältnissen oder so, keine Ahnung. Power's back on, I guess. Yes. Interesting. Or maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. And it's only the 3rd month. What's it gonna be like by the 9th? Okay, im 3. Monat ist sie alles klar. Auch das wissen wir jetzt. Ich würde das auf jeden Fall einkloppen. Man sieht doch, dass seine Tür dicht gemacht wurde. Sehr dilettantisch.
mit irgendwelchen Steinresten vom Acker. Boom! Jesus, woman. You want me to have a heart attack? Cooler Hut. Cool, huh? Wonder if some magician used to live here. Ich reiß mir den Arsch auf. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. Actually, where did you find it? I just read about one like this. Upstairs. Nein, der war grün. Now watch carefully. If it's a rabbit, I want it for dinner and stew. Ta-da! Clever. You think you can sugarcoat the work for me with magic? Where do we start? Einige Zeit später. Was stimmt denn eigentlich bei der Frau nicht? Ich meine, dürfen uns... Do I really have to remind you what the doctor said? You've done it plenty of times already, but really, I don't have to sit idle all the time. Still, in your condition... It's not critical. I'm just pregnant, remember? But fine. Schwanger oder nicht, das kannst du auch bitte ordentlich machen, sonst lass es bleiben und ich tu's. Nein, aber die Frau macht uns erstmal an, dass wir hier überhaupt unsere Aufgaben nicht nachkommen, dass wir gefälligst mal diese Scheißsicherung machen sollen. Und sie hat hier alle Zeit der Welt, um so einen Prank vorzubereiten für uns und hier rumzualbern. Ja, sie ist schwanger, sie soll eh nicht. Also schwangere Frauen auf der Leiter mit der Malerrolle, sowas kann ich mir schon wieder gar nicht mehr angucken hier. So, jetzt gib mal her, Schatz, ich mach das jetzt fertig. If I can't help you, I'll pester you with questions. Have they called you? So macht man das, ja, so, sehr schön. Nein, immer schön gleichmäßig und langsam. The government, they even know the angle you're tilting your head at. Gives me the creeps. Ever thought about doing something other than, you know, cryptanalysis? I mean, before you joined the CIA? Like what? Like something that doesn't come with being responsible for millions of lives. Some job without all the spies, agents, and double agents lurking behind your back? Without the constant feeling that you can't trust anyone? Not really. Besides, I can trust you, right? Ich wollte gerade sagen, wie viel soll ich noch malen? Can you move that piece of furniture? There's something behind it. Ja, was hier überall in den Fußböden drin ist, ey. Ja, man sieht gleich, hier war der Fachmann dran. Der so eine scheckigen Ecken hier mal ja gar nicht, ey. Ein tolles Bild. God. Now I regret putting that thing on my head. Das ist der Typ, der die Maske auf hatte. 1800 und the bedroom you'll come to us in our dreams and tell us everything. The fucking boogeyman. Okay, okay. Sorry buddy, you're going to the basement. That's the proper place for gentlemen from the previous century. Ja, eigentlich gleich auf den Sperrmüll donnern. Als wollten die das jetzt wirklich irgendwann mal irgendwo aufhängen. Das Kapitel ist aber relativ lang jetzt. Das Telefon ist auch von 1800. Probably from the office. Haben wir denn hier? Guck mal, das ist das Schauerland. Ja, okay, also ein bisschen Ähnlichkeit vielleicht, aber natürlich ist er das nicht. Ja. Hallo. It's David. So, this is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought, maybe he was killed by bears or wolves. I'd better call him. So ein entspannter Chef. Stuck in the middle of nowhere, right?
Yeah, I'm stuck in every possible way. Ich bin hier nicht gefangen, ich wohne hier. You're not the only one. Three quarters of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams. What happened? I don't know. Stress. He's been paranoid lately. Seeing Soviets everywhere. Yeah, ich auch. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck, on our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. Ja, der macht das natürlich auch ein bisschen Sinn, dass er ein bisschen Panik vor Russen hat. The cipher machine is in the office. I've wasted enough time already. Wenn er so ein Geheimagent ist im Prinzip. Ich glaube CIA oder sowas hat er die Frau gesagt. Ey, also mal ganz im Ernst, ey. Kann man denn erstmal schon mal sich so eine Tapete an die Wände hängen? Und dazu denn noch so eine Rainbow Fransen hier, ey. Hui. Ja, aber schöne Physik hier eingebaut. Jede Franse hat ihre eigene Physik. Ja, die glitschen teilweise ein bisschen durcheinander, aber ja, ich schätze den guten Willen. Das Zebrahündchen haben sie auch aufgehängt. Es muss echt irgendwie die 60er sein, auch wegen dem Teppich hier. Sowas auf LSD sah sowas bestimmt immer voll geil aus. Besorgt ein paar Golfschuhe, Mann. Sonst werden wir niemals lebend hier rauskommen. Aber ich finde, das sieht einfach alles richtig kacke aus. Okay, Dechiffriermaschine. Aber Radio ist auch noch. Das ist bestimmt die Dechiffriermaschine. Entitled Crisis of Identity was concluded with a reflection concerning the Soviets. Their most powerful weapon is not the atom bomb, but a unique capacity to drive other nations into madness and chaos. Carter believes that at this stage of the Cold War, our nation needs unity more than anything else. Because our enemy's only chance is in making Americans doubt their government and all the values that this country has been built upon. In other news, the St. Louis Cardinals won yesterday's game at the Memorial Stadium. So, konnte die wenigstens so mitlesen. Ne? Grüßen die olle Dechiffriermaschine. Enough slacking. I need to go back to the office. Ist das nicht dein Büro? Okay. Ey, komm, Leute. Das sieht aus wie ein Büro. Da ist ein Schreibtisch mit einem Arbeitsstuhl. Da sind Unterlagen. Eine Pfeife. Sieht so alt aus. Man könnte... Mein Gott selbst hätte sie geraucht, nachdem er die Welt erschaffen hatte. Yo! Nachdem Gott die Welt erschaffen hat, hat er sich erstmal einen durchgezogen. Ja, oh Gott, weiß sich zu entspannen. Verdammt, ich kann immer noch den Tabakduft riechen. Eklig. Ich bin so froh, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe. In meinem Büro rauchen alle und fallen um wie die Fliegen, sobald sie 40 geworden sind. Und dafür kriegen sie Achievements. Adlerauge, ja, okay. Die Sowjets müssen dafür nicht einmal ihre streng geheimen Waffen einsetzen. Das ist ja richtig gut für die Sowjets. Eine Stunde später. Ja, hui! Das erste Horrorspiel, in dem ich auf dem Bett rumspringen kann. Nö! Vielleicht hier hinten? Ja, doch, das könnte auch ein Büro sein. Ach du Scheiße. Um mehr über die berühmten internationalen Kryptoanalysten zu erfahren, müssen sie zuerst die Grundlagen des Codeknackens meistern. Sind sie in der Lage, sämtliche Namen zu entschlüsseln, die wir hier versteckt haben? Verschiedene Zahlen stehen für verschiedene Personen. Nutzen sie Cäsars Scheibe und lernen sie die Genies der Kryptographie kennen.
die den Verlauf der Geschichte unzählige Male nachhaltig verändert haben. Sind sie der Herausforderung gewachsen? Ja, wir haben das ja schon gut ausprobiert. Abraham Lincoln. Ah, still warm. Und vor allen Dingen alle. Emma knows how to get me on my feet. So, how do I do it again? First, let's take a look at the manual. Dann gucken wir uns das Manual an. Open the cover and place the cylinders. Easy. Bitte folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen. Dieses Gerät muss vor seiner Aktivierung zuerst kalibriert werden. Gehen Sie dazu folgende Maßnahmen vor. So, zwei auf Zylinder 2 auf Position 1. Fangen wir erstmal Schritt bei Schritt, Stück für Schritt an. I need to take the right cylinders from the table. Luckily they're numbered. Okay. Alles klar, hier jetzt 3 Striche, 5, 1. I need to remember that each cylinder goes into a specific position. 2 auf Position 1. Dann brauchen wir 4 auf Position 2. 4 auf Position 2. Dann haben wir 8 noch auf Position 4. 8 auf Position 4. So. Okay, the first part's done. Now it's time to set the cogs. 2. Ups. 14. 6. Piece of cake. 22. Now for the last step, the wires at the bottom. Ja, auch ein Stück Kuchen. Right, now I just have to plug that in using the right order. A. Zu F. G. Z und R und T. That's it. Now I just need to enter the password. I have to be careful. If I click the wrong letters, I'll have to reset the cogs. Okay, it works. I can get down to it. Der ist immer noch leer. What's this? Looks like a message encrypted with an enigma. Maybe with the right combination I'll be able to decipher it. Now how do I set it up? A Roman 5-3-ST. This must be a clue for the encrypted message. What does it mean, though? And how can I use it to set Enigma up? 2000 Jahre später. Ach so, ich glaube, vielleicht soll das nur Ausschnitte zeigen. Es muss alles vorkommen. Die römische 5, die 03 und das ST. Und ich wette, es gibt nur eine Konfiguration, auf die das passt. Hier ist ST, 03, römisch 5. 1 auf 1. Eins auf eins, vier auf zwei, vier auf zwei. Hey, eins auf eins, vier auf zwei, sieben auf drei. Und fünf auf vier. Das ist voll verwirrend, weil hier muss ich auch rechte Maustaste drücken, um zurückzukommen.
5 auf 4, so. Dann 05 19 03 10 5 19 3 10 GZ und XO. Nee, wir machen es der Reihe nach. Keine Ahnung, ob das wichtig ist, aber ich will einfach jede Fehlerquelle ausschließen. Und XU. GZ und XU, das ist echt hier die Gamer, ne? So. So. Wenn ich das Rätsel richtig verstanden habe, sollte es jetzt möglich sein, diesen Zettel zu dechiffrieren. Wir haben XGD. T, J, sieht gut aus. Trust, No, X, Man, C, M, H, C, ja, No One natürlich. H, Y, H. But yourself? O. Z. Ja, brauche ich jetzt auch nicht mehr weitermachen. BF. Ist das BF? Y, D, N. Trust no one but yourself. Sounds ominous. Who wrote this anyway? Now what? Check combinations 29 and 30. Okay, here we go. Jetzt mal. Okay, Errungenschaft freigeschaltet. Code Knacker. Nothing. Fuck. Die Schublade geht auf. Piece of paper. This terrible crime shocked. Fuck. This looks like our house. The victim's throat was slashed. This is getting too fucked up. Seriously. God, how long has this been here? Ja, das Blut dran. Blood? Just rust. Überall ist Blut in der Hütte. More notes from Nicholas. Wie oft willst du noch aus dem leeren Becher schlürfen? It hurts, so I must be alive. Damn it, I almost broke. Okay, das war das Kapitel. Alles klar. Ich verspüre Schmerzen. Das bedeutet, dass ich noch am Leben bin. Verdammt, ich hätte mir fast das Genick gebrochen. Er hat mich überrascht. Ich war überhaupt nicht auf so etwas vorbereitet. Aus nächster Nähe hatte er etwas Unmenschliches an sich. Als er sich auf mich stürzte, fühlte ich, wie ich plötzlich von unerträglichen Schmerzen übermannt wurde. Ich habe etwas derartiges noch nie erlebt. Sein Blick glich dem eines misshandelten Tiers. Diese Verzweiflung in seinen Augen. Ich war so überwältigt von seinem Anblick, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich wollte schreien, doch mir war, als hätte man mir meine Stimmbänder herausgerissen. Wer zum Teufel war er? Warum war er im Schlafzimmer meines Vaters? Das, liebe Freunde, erfahren wir beim nächsten Teil. Ich hoffe, ich kriege das hier auf ein akkurates Maß runtergeschnitten. Tatsächlich war das bis jetzt das längste Kapitel, aber ich habe viel rumgerätselt. Ich muss mal gucken. Wenn das jetzt hier nicht auf ungefähr eine halbe Stunde runterzuschneiden ist, dann werde ich wahrscheinlich ab dem nächsten Kapitel doch 2 Folgen pro Kapitel machen müssen, wenn die wieder so lang werden. Ich würde das Spiel jetzt gerne Kapitel für Kapitel durchziehen, aber ich kenne ja die YouTube-Community mittlerweile und ich weiß, wenn die irgendwo lesen, dass ein Video über eine Dreiviertelstunde geht oder so, spätestens da ist auch der härteste Kern meistens raus. Also, wir werden es sehen. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, alles Gute.
Ciao.